Hallo Leute und herzlich willkommen, ich bin's, euer Dreed und erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin wegen drei Dingen hyped. Nummer 1, ja, wir haben 1000 Twitch-Abonnenten geschafft. Das ist unglaublich, ja, mittlerweile über 5000 Follower und 1000 Twitch-Subscriber. Wer es nicht weiß, bei Twitch, wer abonniert, der zahlt 4,99 € oder halt mehr und supportet damit einen Streamer wie mich. Und ihr müsst euch überlegen, ich streame erstens noch nicht so lange und zweitens supportet ihr mich so krass in letzter Zeit, auch hier auf YouTube, ja. Es ist echt der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Es war sehr emotional. Wir haben gefeiert. Wir hatten eine Party, wir haben geile Mucke gehört, die Flossen waren da, die Schwimmweste war da. Leute, ich danke euch für euren Support. Das ist nicht selbstverständlich, ja. Das ist wirklich, ich bin wirklich ein ganz kleiner Streamer und darf sowas Krasses erleben. Ich dachte mir so, vor einem halben Jahr, wenn ich 100 Abonnenten schaffe, dann bin ich echt der König, Alter. Sorry, Knossi, Kurs geht raus, Bro. Aber wenn ich 1000... Ey, ich habe das 1000. Ich kann mit dieser Zahl noch nichts anfangen. Ich kann das auch nicht realisieren. Ich bin einfach nur glücklich, Leute. Und das muss man einfach mal genießen, ja. Weil das dürfen wirklich nur ganz, ganz wenige Leute erreichen. Ich kenne so viele Leute, die streamen schon so lange und die sind wirklich richtig gut. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe einfach Glück gehabt. Das muss man wirklich sagen. Ich arbeite auch viel dafür. Aber Glück gehört auch dazu, auch eine Menge Arbeit. Gerade YouTube hat mir sehr viel geholfen, viele neue, coole Leute kennenzulernen, die mich jetzt auch auf Twitch besuchen. Und deswegen Dankeschön an dieser Stelle. Nummer 2. Leute, Akt 3 von Torture 3 kommt am Dienstag. Ich freue mich so, so sehr, ja. Die halten ihr Wort, die bringen den Akt 3 schon früher, als ich gedacht habe. Und das feiere ich. Zumal ich auch die Berichterstattung, wie gesagt, beziehungsweise die Kommunikation sehr, sehr geil finde. Und ja, da kommen wir auch schon zur dritten Sache. Max Schäfer, der CEO von Torchlight, hat uns in unserem Stream besucht und das fand ich übelst krass, ja. Ich dachte erst, das wäre ein Troll, aber die Story erzähle ich euch gleich, ja, da kommt noch ein bisschen was. Sorry, muss ich euch erzählen, blende auch noch ein paar Screenshots ein. Aber wie gesagt, es geht weiter mit Torchlight. Es geht wirklich voran und ihr könnt auch sehen, ja, hier wird ständig an dem Game gearbeitet. Da erzähle ich auch gleich noch was zu. Und deswegen, Leute, mega. Also ich freue mich wirklich, dass es mit Torchlight weitergeht. Und wir können den Akt 3 am Dienstag spielen. Markiert euch das im Kalender. Ich werde leider gerade zu einem Kurzurlaub mit meiner Frau gezwungen. Der war vorher gebucht. Und deswegen bin ich 3 Tage nicht da. Aber genieße ich und danach enjoy ich komplett Akt 3, wenn ich wiederkomme. Und da werdet ihr natürlich auch die Let's Plays von mir sehen. Ja. Story von Max Schäfer muss ich euch noch kurz erzählen. Das war mega lustig. Schreibt so einer in den Chat so, hey, ich bin's Max Schäfer von Torchlight, ja. Und klar, wir kennen uns halt ein bisschen aus und ich wusste, wer Max Schäfer ist. Ich dachte erst hier, einer von meinen Kollegen trollt mich, ne, weil wir sind ja auch auf dem offiziellen Discord unterwegs und da kennt man halt Max Schäfer. Der schreibt halt auch relativ häufig zurück, wenn man Fragen hat. Ist halt der CEO von Torchlight. Und, ich ignoriere den erstmal so, ne. Ist kalt, Digga. Und dann schreibt er so, ey, bist du jetzt irgendwie traurig, dass ich hier bin? Und ich so, was? Was? Dann gibt der Follow, ne? Also drückt so Follow auf Twitch. Zeige ich euch gleich die Screenshots. Alter, komm. Dann sag ich so, du bist so ein Troll. Ne? Und der so, sorry, ich spreche kein Deutsch, aber was meinst du so? Und dann fange ich halt an, mit dem zu reden und sagst du, du bist so ein Troll. Woher wissen wir, dass du der Echte bist? Und dann kam irgendwer im Chat auf die Idee, post es doch bei Discord. Und dann hat der Real Max Schäfer, und das blende ich euch auch ein, der Real Max Schäfer hat im offiziellen Discord von Torchlight meinen Stream verlinkt, Leute. War so
göttlich. Wir sind so alle auf Discord gegangen. Ey, der ist echt. Der Chat, ey, der ist so abgegangen. Ey, der ist echt. Das ist echt Max Schäfer, Leute. Oh mein Gott, ich dachte so, wie geil ist das denn, Mann? Wir sind alle so abgegangen, so richtig gefeiert. Max, direkt ging's los. Fragen über Fragen. Und der hat sich echt Zeit genommen, hat die Fragen beantwortet, ist wirklich auf viele Dinge eingegangen, hat gesagt, das Endgame-Konzept, gut, das muss er ja sagen, ist der CEO, Real Talk jetzt, ihr wisst, ich bin immer hyped, ja, aber ich kann das auch gut einschätzen, ja, er muss es halt sagen, er sagt halt, das Endgame-Konzept wäre sehr innovativ und würde sehr, sehr gut ankommen in den Tests, aber ist ja scheißegal, weißt du, man muss ja auch positives Feeling mitbringen, ja, und Early Access, ich bin Freund davon, weil ich auch so im Leben denke, also Parallelen zum Leben schließe. Ich finde halt, man sollte halt Dinge probieren und wenn man scheitert, dann soll man halt aus den Fehlern lernen und es weiterentwickeln, ja, das gehört nun mal zum Leben dazu und oft ist halt die Denkweise so und die finde ich halt sehr oldschool und nicht mehr modern, man geht hin und muss Dinge direkt fertig haben. Und lässt gar nicht die Leute daran teilhaben, ein Team, sondern denkt so, hey, das muss jetzt fertig sein und dann kann ich es erst präsentieren. Aber viel cooler ist, viel schneller mit den Leuten abstimmen und dann quasi etwas rausbringen, was man gemeinsam weiterentwickelt. Und so kann was wirklich Gutes entstehen. Und das ist mehr in der Programmierung so der Fall. Aber ich sag euch, das ist modernes Denken. Deswegen bin ich bin wirklich ein Freund von Early Access. Und ich finde es auch in Ordnung, Geld zu investieren und Spiele oder gerade Publisher und auch die Entwickler zu supporten, ja, um ein Game weiter nach vorne zu bringen. Definitiv, aber es muss halt dran gearbeitet werden, ja. Ich glaube auch noch, dass es Wolzen schaffen kann, ja. Aber nichtsdestotrotz, back to topic, Max hat viele Fragen beantwortet, war mega nice. Thank you, Max, that you visit my stream. Das war so geil, also vielleicht schaut das sich ja an, weil wir posten auch alles auf dem offiziellen Discord oder wir dürfen das da posten und freut mich natürlich sehr. Wir sind im Kontakt und am Ende haut der Typ einfach auch nochmal einen Key raus, ja. Das war halt mega nice und auch, dass er wirklich sagt, hey, ich gucke gerade hier, ich höre auf euer Feedback, wir nehmen das auf im Team und so und ich glaube das irgendwie, ja. Ich glaube das, weil wann hast du sowas mal, ja? Wann hast du wirklich so einen Typen oder so Leute, die quasi zu dir kommen und wirklich auf dein Feedback hören und auch antworten, ja? Viele waren im Stream dabei, die können das auch bestätigen. Das war ultra, ultra korrekt. Und ja, deswegen, Leute, glaubt an das Game. Glaubt daran, wenn ich euch sage, das Game hat Potenzial, da steckt schon ein bisschen Know-how dahinter, ja, und auch wirklich, wenn ich euch etwas präsentiere und sage, das Game, das könnte was werden, oder das Game, das macht wirklich Spaß, natürlich ist das auch immer ein bisschen subjektiv, ja, aber dann habe ich wirklich viel Zeit da rein investiert, um es auch wirklich zu testen. Was mich auch noch zu diesem Video bewegt, ist die schlechte Berichterstattung einiger Verlage oder Zeitschriften, die sich im Moment rausnehmen, echt krasse Beiträge zu bringen und dann zu sagen, yo, das Game ist der letzte Rotz, ja, und können das noch nicht mal richtig einschätzen teilweise, weil die sich gar nicht damit beschäftigen, sondern nur wirklich schnell den Content rausbringen müssen. Ich verzeihe euch, weil ihr müsst halt viel Geld verdienen, ja, tut mir leid, dass ihr das tun müsst, ich bin da noch ein bisschen freier, ja. Und deswegen freue ich mich, mich intensiv mit euch und mit den Games beschäftigen zu dürfen. Und deswegen kann ich sagen, ich vertraue dem Team. Ich vertraue dem Team von Torchlight. Die halten jetzt wieder ihr Wort und bringen Akt 3 relativ zügig raus. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ja, dass es diesen Monat noch kommt. Und das Team, die Kommunikation ist wirklich 1A. Max Schäfer betont auch nochmal in seinem letzten Beitrag, dass es viele Unternehmen gibt, die Early Access nicht wirklich ernst nehmen. Ja, das schreibt er hier und das fühle ich. Ja, und das ist genauso wie im Online-Marketing, ja, es gibt viele schwarze Schafe und so ist das leider auch in der Gaming-Industrie. Es gibt nun mal Projekte, die gehen halt den Bach runter, ja, und da ist der Early Access wirklich scheiße,
Aber Leute, ihr wisst ja, hier ist ja mein Retalk-Review. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ich habe es empfohlen. Ich habe gesagt, Leute, das Game hat tatsächlich Potenzial. Ist ein gutes Team dahinter, ja. Da sind korrekte Leute. Die Kommunikation ist gut. Und dass Max Schäfer auch noch die Community besucht, zu so einem kleinen Streamer wie mir einfach kommt und am Chat teilnimmt, ein Follow da lässt, auf Discord antwortet. Ja, Leute, das ist echt, also da können sich echt mal viele eine Scheibe abschneiden. Und die gerade solche Berichte erstatten, die wissen das gar nicht oder können das gar nicht wissen, weil sie gar nicht so tief mehr in den Games sind. Die testen 2, 3, 4, 5 Stunden. Ah, die können vielleicht auch gar nicht testen, weil die Server gar nicht online waren. Und dann hauen sie halt ihre Berichte raus aufgrund irgendwelcher Reviews oder irgendwelcher halbseitigen Tests. Und ja, I don't believe, guys. I don't believe. Also wirklich, das Game hat Potenzial. Und ich freue mich, dass die Entwicklung weitergeht. Ich freue mich, dass die Kommunikation so gut ist. Und ja, wir freuen uns sehr, dass es weitergeht. Und es wird eine Menge gemacht. Die Patch Notes sind 18 Seiten lang. Ich freue mich auf die kommenden Änderungen. Ich freue mich darauf, was passiert. Und ich hoffe, viele werden den Akt 3 spielen. Es ging wirklich schneller als gedacht, ja. So, wenn ihr meinen Twitch-Kanal noch nicht kennt, dann schaut doch hier unten in der Infobox vorbei. Und klickt einfach drauf, lasst auch ein Follow da. Und wenn ihr natürlich hier meine News nicht mehr verpassen wollt, rund um alle Action-RPGs, ja, dann lasst mir doch ein Abo auf Twitch da, würde mich natürlich auch sehr freuen. Auf YouTube, Entschuldigung. Hier auf YouTube natürlich. Und, ja, dann würde ich mich freuen, euch zu sehen, mit euch zu zocken. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye, euer Dweed. Ciao.